So, einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es wieder um virtuelle Saarland-Büros weltweit zu diesem tollen, traumhaften Projekt Emotionale Globalisierung. Wir hatten schon das eine oder andere vorgestellt, immer in unterschiedlichen, sehr spannenden Ländern, vor allen Dingen in sehr spannenden Regionen innerhalb dieser Länder. Und so wird es uns heute auch gehen, weil heute geht es über den großen, großen Teich. Und es geht nach Columbus, Ohio, in die USA, wo wir nicht nur einen tollen Verfechter des virtuellen Saarlandbüros haben, sondern auch einen Saarlandbotschafter, der sich als Saarlandbotschafter seit Jahren schon mit diesem Engagement für das Saarland einsetzt und jetzt heute zum virtuellen Saarlandbüro. Und ich sage herzlich willkommen, Herr Niehaus. Jetzt sind wir da. Sie sind im sonnigen Ohio, wir sind im sonnigen Saarland unterwegs und natürlich heute auch wieder mit dabei Herr Michael Harz als der Vorstandsvorsitzende der SAS Foundation und mit ein Urheber dieses tollen, spannenden Projekts Emotionale Globalisierung. Und bevor wir uns ganz intensiv mit Herrn Niehaus befassen, vielleicht noch mal kurz: Herr Harz, was ist Ihre Einschätzung? Was passiert so? Das Thema emotionale Globalisierung wird ja öfters mehr hinterfragt. Ist das mehr so eine Marketinggeschichte oder haben Sie da wirklich fundiert, waschechte, tolle Argumente, warum das denn unbedingt sein muss und natürlich für das Saarland? Wie sieht es da aus? Ja, vielen Dank, Herr Bogler. Gerne erkläre ich noch mal kurz diesen Begriff emotionale Globalisierung. Er besteht quasi darin, dass wir die Saarländer suchen auf der Welt, die das Saarland mögen, aber auch diejenigen in der Welt, die vielleicht hier im Saarland einen Bezug haben in Form, dass sie geheiratet haben, der Ehepartner ist aus dem Saarland oder jemand hat hier im Saarland studiert, ist jetzt in verschiedene Länder der Erde gereist, lebt und arbeitet in diesem Land und wird zum Beispiel gerne nochmal etwas tun für das Saarland, also sich engagieren. Und dieses Engagement, so haben wir festgestellt in unserer 20-jährigen Geschichte der Stiftung, dieses Engagement hält man am besten durch, wenn man emotional positiv aufgeladen ist zu seiner Region. Und das betrifft dann auch alle Bereiche. Das heißt, wir haben Freunde des Saarlandes, die sich engagieren in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport, Gesellschaft allgemein. Das heißt, ganz verschiedene Bereiche. Und diese Emotionalität trägt. Wir wissen ja alle, dass Emotionen oft auch kaufentscheidend sind, aber die Emotion, so hat man auch wissenschaftlich festgestellt, ist jetzt quasi ganz maßgeblich, trägt die dazu bei, dass sie viele, viele Entscheidungen mit beeinflusst, nicht nur Kaufentscheidungen, sondern auch Entscheidungen im täglichen Leben, auch Entscheidungen, was die Kontakte angeht. Und das hat auch eine entsprechende wissenschaftliche Studie von Matthias Hox belegt, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, die die Emotionen untersucht haben, welche Rolle die spielen, zum Beispiel im Bereich Wirtschaft. Und wir bündeln diese Saarlandfreunde dann in den virtuellen Saarlandbüros. Und so haben wir bisher in 42 Ländern 49 Teamleiter oder auch Saarlandbotschafter, die so ein Saarlandbüro leiten. Und das macht es eigentlich faszinierend. Jeder Leiter eines solchen Saarlandbüros hat ein eigenes Thema, so wie der Herr Niehaus auch als Saarlandbotschafter sein eigenes Thema hier mitbringt. Und ich denke, ja, das ist wirklich spannend, mit dem jeweiligen Kontakt dann nochmal seine Expertise zu teilen. Damit sind wir auch schon bei Werner Niehaus, der jetzt in Ohio hier bei uns sitzt. Ich habe es vorhin schon gesagt, schon lange Jahre Saarlandbotschafter. Und Sie sind seit 30 Jahren in den Staaten und Sie hat der Stahl in die Staaten verschlagen. Sie waren im Stahl im Saarland tätig, haben dann Ihr Unternehmen in die USA vertreten. Das ist doch spannend. Wie ist das so? Fangen wir vielleicht mal über die Stahlgeschichte an.
harter Kampf des Stahls, natürlich vom Saarland aus, innerhalb Deutschland und Europa. Wie war das für Sie jetzt vor 30 Jahren nach Ohio zu kommen und den Amerikanern zu sagen, wenn ihr was braucht, dann ist es unser Stahl? Naja, wie war das vor 30 Jahren? Die Entscheidung, nach Amerika zu gehen, war keine leichte Entscheidung. Und auf der anderen Seite war es auch eine Möglichkeit, beruflich zu wachsen und Neues kennenzulernen. Aber wir haben nie die Verbindung zum Saarland verloren und aufgegeben. So, wir sind bis heute noch mit Bekannten in Kontakt und ich bekomme auch noch jeden Tag die Saarbrücker Zeitung zugeschickt. Also ich weiß nicht, wie das läuft. Ich brauche es auch nicht zu bezahlen. Aber ein Bekannter in Rohrbach, Karl Abel, schickt mir die jeden Tag. Und ich nehme an, der hat eine Vereinbarung mit der Saarbrücker Zeitung, dass er ja, das darf. Ich sag mal so, wir stellen uns jetzt naiv und sagen, das ist ja schön, dass er in Schwarz die Saarbrücker Zeitung schickt. Aber in den USA ist halt viel mit Sicherheit ist das keine Konkurrenz. Nee, das ist. Aber auf der Seite war das auch eine sehr positive Entscheidung, nach Amerika zu gehen. Man hat also neue Leute, neue sagen wir mal, Geschäftsgebaren kennengelernt. Und in den meisten Dingen war es einfach auch sehr positiv, was man. So, wir sind gerne in Amerika. Wir haben also auch, ich bin auch Mitglied im Männerchor, Columbus Männerchor, wo wir jede Woche unser Singen haben. Im Moment ist es leider mit dem Virus nicht möglich. Aber der Columbus Männerchor, der singt schon seit 1848. Und Ohio ist eigentlich ja entstanden mit deutschen Einwanderern. Es sind noch sehr viel deutsche Kultur vertreten und die wird auch noch gepflegt. Mhm. Also man ist durchaus noch stolz auf die deutsche Kultur, hat aber auch dadurch die Industrie, ähnlich wie im Saarland oder in Deutschland, wo was gebaut wird, wo mit Stahl gearbeitet wird, wo Mechaniker arbeiten, wo die Autoindustrie auch zu Hause ist. Insofern war das für mich nicht kein neues Feld, sondern ich konnte aufbauen auf das, was ich in Deutschland gelernt habe und habe dann aber auch gemerkt, dass wir in Deutschland wesentlich intensiver uns mit den Sachproblemen befassen. Und ich konnte dieses Wissen in Amerika anbringen und habe dann auch hier es möglich gemacht, den Betrieb wachsen zu lassen und mit völlig neuen Gesichtspunkten den Markt auch erschlossen. So. Und jetzt bin ich schon seit 10 Jahren in Ruhestand. Was soll man dazu sagen? Jetzt muss man sich, jetzt im Ruhestand bin ich nach wie vor aktiv. Ich habe also in Deutschland auch noch ein kleines Unternehmen aufgebaut, bin hier beteiligt dann an Unternehmen. So, ich bin eigentlich beruflich noch aktiv. Und Gott sei Dank kann ich das auch noch. Ja, das klingt auch spannend. Ich glaube, das würde jetzt jeder vielleicht sagen, das ist so klassisch amerikanisch. Ja, man beteiligt sich an Unternehmen oder man gründet noch ein Unternehmen oder man ist dann nach dem Ruhestand, dass man dann sagt, okay, ich mache da irgendwo eine Beteiligung, bringe mich da ein. Das ist ja mehr so das American Way, den man sich vorstellen kann, während so der klassische Deutsche, bestreiten Sie es ruhig, ich provoziere mal, eigentlich sagt, hopps, jetzt bin ich im Ruhestand, das war's, Füße hoch, mit dem Dackel spazieren gehen, vielleicht mal ein bisschen Urlaub fahren, aber komme ja nur nicht mit Arbeit. Ist das jetzt so, wo Sie sagen, das ist eigentlich eine Grundzug oder ist das so klassisch amerikanisch in dem Stil? Aktiv zu bleiben? Ja, oder auch diese Beteiligung am Unternehmen. Das ist ja auch ein Risiko, das Sie eingehen.
Naja, gut, also das Risiko muss man eingehen und nicht jedes Unternehmen, nicht alles, was man unternimmt, ist immer erfolgreich, aber irgendetwas läuft immer und das habe ich gelernt in Amerika. Man gibt nicht auf. Nee, das ist schön. Also ich glaube, das heißt, die Und Mentalität des Scheiterns ist in USA, da sagt man, okay, habe mich da beteiligt, läuft nicht, mach was anderes, während man ja so in Deutschland immer noch so, dass man eine Tegel über sich schweben hat, um Gottes Willen, der hat da irgendwas, hat nicht geklappt, jetzt will der immer noch was Neues machen. Finden Sie das eigentlich positiv? Würden Sie uns das allen mehr wünschen oder sagen Sie, das ist doch einfach jetzt spezifisch Ja, auf Sie jetzt? im Unterschied zu Deutschland, da ist das Rentnerleben, sagen wir mal, geruhsamer. Hier bleiben die Leute mehr aktiv, auch nachdem sie Rentner sind. Müssen teilweise auch, weil mit Krankenversicherung und so weiter, das ist in den USA nicht so gut geregelt wie in Deutschland. Es sind viele Dinge, was Amerika noch lernen könnte. Aus der deutschen Kultur und deutschen Sozialgesetzen. Da muss ich schon sagen, da kann Deutschland sehr froh sein. Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Das ist halt bei uns so im Blut. Ja, weil ich immer wenn ich mit Amerikanern so rede, die sagen, wir wollen ja freie Menschen sein, ungebunden, selbst entscheiden, was wir tun. Was mir jetzt auch nicht in den Kopf geht, wo jetzt die Entscheidung ist, ob ich mich krankenversichere oder nicht, was da jetzt der große freie Wille denn sein soll. Ja, aber ich glaube, das bekommen wir Amerika nicht bei, oder? Ja, das ist die Denkart ist eine andere. Ist also, und man, wie Sie sicherlich wissen aus der Presse, Amerika tut sich schwer im Sozialgebiet, im Sozialgesetzgebung. Die Krankenversicherung, was ich lernen musste, dass ich als Betrieb eine Krankenversicherung abschließe für meine Mitarbeiter. Musste ich wirklich lernen, wie wichtig das ist. Auf der anderen Seite sehe ich auch die Schwierigkeiten damit, wenn ein Mitarbeiter den Betrieb verlässt und geht dann einen anderen Arbeitgeber, dann muss er auch die Krankenkasse wechseln, weil jeder Betrieb hat seine eigene Krankenversicherung und seine eigenen Regeln. Und dadurch ist auch die Krankenversorgung anders aufgebaut. Wenn man in Deutschland vorbeugend Medizin macht, geht es hier darum, man behandelt das, was man muss. Weil morgen ist ja vielleicht der Kranke oder die Person kein Mitglied mehr in meiner Krankenkasse. Also warum soll ich etwas tun? Sagen wir mal, einen Mitarbeiter in die Kur schicken, würde hier in den USA absolut keiner darüber nachdenken. Gibt's nicht. Okay, gut. Ne? Weil der kann ja morgen weg sein und dann ist er nicht mehr in der Krankenkasse. Warum soll ich Okay. dauernd was tun? Ne? Ja, da haben wir wirklich jetzt Glück gehabt. Ne? Das Ja. sehe ich jetzt auch so. Aber Und wie. wenn ich also jetzt in der Corona-Krise sehe, also in den USA hat ja viele Arbeitslose, oder mussten viele Leute haben den Job verloren, und die Arbeitslosenzahl ist gestiegen, während in Deutschland die Arbeitslosenzahl relativ stabil blieb. Aber man kennt das Konzept der Kurzarbeit hier nicht. Also entweder man hat einen Job oder man hat keinen Job. Aber Ne. 3 Tage arbeiten gibt es nicht. Ne? So, das sind also die Unterschiede in der Kultur des Lebens hier. Aber was macht es trotzdem jetzt reizvoll? Ich glaube, Sie haben auch ein gutes Beispiel im Moment mit dem saarländischen Unternehmen, die versuchen wollen, dass sie Fuß fassen können. Jetzt prinzipiell USA oder mehr jetzt in Columbus, Ohio oder so, oder? Haben sich da spezialisiert, das sagen, wenn, dann unterstützen Sie da, wo Sie jetzt sind, oder sagen Sie, mir ist eigentlich der Bundesstaaten der USA egal, ich mache auch gern woanders was. Ja, ich meine, ich
Ich habe also Unternehmen geführt in 7 verschiedenen Staaten. Also insofern kenne ich mich relativ gut aus, zumindest wenn es Mittlerer Westen, Ostküste geht, also Westküste, habe ich eigentlich nie viel Kontakt zu gehabt, aber Ostküste und Midwest, Wenn Sie da das kenne ich mich sagen, aus. bevor wir Herrn Hartz nochmal einholen, dann die spannende Frage, wenn Sie sagen, in 7 Bundesstaaten, ist diese Differenz, Unterschiedlichkeit unter den Bundesstaaten wirklich so groß, wie man manchmal vermeint zu hören, was also die Bundesstaaten für sich regeln, für sich entscheiden und Dinge tun? Ist das umfangreicher, komplexer, als es das föderale System in Deutschland ist? Oder sagen Sie, nee, eigentlich sind so die Basics und die kulturellen Eigenheiten zu arbeiten, Unternehmen zu gründen und zu tun, eigentlich egal, in welchem Bundesstaat man geht. Nee, ist also die Bundesstaaten selbst sind eigentlich wesentlich selbstständiger in ihren Entscheidungen, besonders wenn es auf dem wirtschaftlichen Gebiet Entscheidungen gibt. Da ist der Bundesstaat selbst wesentlich selbstständiger als in Deutschland, ein Bundesstaat. Muss aber auch sein, von der Größe her. Ja, das ist also. Ich glaube, Sie haben gesagt, in 10 Stunden sind Sie an den Niagara-Fällen. Dann klingt jetzt für USA nah, aber 10 Stunden, das ist schon was, Ja, oder? ich brauche von Columbus brauche ich also 11 Stunden mit dem Auto, um nach New York zu fahren. Okay, So also ist ja, nicht schnell mal in den Jet und nach New York. man, gut, das Flugzeug wird dann schon zur Heimat, wenn man geschäftlich aktiv ist hier. Man kann das einfach nicht mit dem Auto abfahren, da ist zu viel Zeit vergehen. Ja, gut. Aber 11 Stunden klingt jetzt, ich sage, da fahren ja unheimlich gern viel Auto oder so, 11 Stunden klingt ja auch noch bewältigbar. Ja. Oder ist das zu gefährlich, Nee, wenn man man muss da ja auch wieder 11 Stunden? zurückfahren. Ja, gut, Man muss ja auch wieder vorsichtig. zurückfahren. Ja, gut, irgendwann einmal. So. Da gibt's schon wieder. Aber dann vielleicht mal kurz, Herr Hartz, Sie haben ja unheimlich viele Anfragen, viele Saarländer, die Sie kontaktieren oder Startups, Unternehmen, Geschäftsleute, die Sie kontaktieren. Wie ist das so bei den Saarländern? Ist da die USA nach wie vor so the land of dream immer noch sehr stark gefragt? Oder würden Sie eigentlich sagen, der Saarländer orientiert sich lieber am europäischen Markt? Also das, ich sage, die Erfahrung, die wir gemacht haben als Stiftung, ist eigentlich schon so, dass dieser emotionale Faden, den wir ja immer verfolgen, also wir fragen ja, wer mag das Saarland, egal wo jemand auf der Welt ist. Und da war eigentlich die Überraschung auch für uns, dass gleich der erste Kontakt und das erste Saarlandbüro aus Südamerika kam, aus Brasilien. Das hätten wir eigentlich nicht erwartet. Wir dachten, ja gut, jetzt kommen erstmal hier vielleicht Frankreich oder in Europa, wie Sie gerade sagten, einzelne Saarlandbüros oder einzelne Leute auf uns zu, die sagen, ich möchte vielleicht mal gerne hier etwas gründen, ich möchte gerne Ansprechpartner sein in meinem Land für das Saarland. Und insoweit ist dieser emotionale Faden, ist dann, ich sag mal, gleichzeitig global zu lesen und auch zu fühlen. Wir gehen ja von der Emotion aus. Das heißt, es melden sich hier über Internet Leute, Südamerika, Australien, Nordamerika, Mexiko. Das ist eigentlich nicht so analytisch, systematisch, wie man sich das vielleicht so ausdenken könnte. Also ja, man denkt, oder gerade hier in Deutschland denkt man sehr strukturiert und sagt, jo, wir fangen jetzt mal an in Deutschland, in Europa und das geht dann so seinen Weg und bauen klare Strukturen aus. Nee, aber die Emotion ist nicht so. Jemand, der halt im Ausland ist und sagt, Mensch, ich mag unheimlich das Saarland, ich will da jetzt mal Kontakt aufbauen. Habe ich ja jetzt auch, haben wir schon erlebt mit der Angelique Steffik aus Madagaskar. Da ist jetzt plötzlich dann wieder Afrika im Spiel. Dann war natürlich auch USA schon im Spiel. Der Mark Lesselroth aus Syrakus hat sich hier bei mir schon gemeldet und hat aber auch immer, wenn er sich meldet, einen klaren wirtschaftlichen Bezug im Blick. Und wir als Stiftung sind dann immer diejenigen, die sagen, gut,
Wir, wenn da ein wirtschaftlicher Aspekt hinzukommt, wir gehen dann auch auf die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung zu und arbeiten mit diesen Gesellschaften zusammen. Und so hat sich eigentlich im Laufe der Zeit auch ein Kooperationsnetzwerk hier im Saarland bei den wirtschaftlichen Playern ergeben. Herr Niehaus, wie ist das? Sie haben ja noch regen Kontakt zum Saarland. Passiert es Ihnen öfters, dass Saarländer mal anrufen oder mal mit Ihnen chatten? Heutzutage sagt man ja chatten, ja, und sagen, Mensch, wie ist das? Können wir irgendwas Tolles in den USA machen oder bleiben Sie da eher verschont vor direkten Anfragen aus dem Saarland? Direkte Anfragen aus dem Saarland habe ich eigentlich bis jetzt noch nicht erfahren können. Ich werde angesprochen von Firmen in Deutschland, die wissen, dass ich hier in den USA bin und auch in welchem Bereich ich tätig bin. So, da gebe ich gerne Auskunft, wie das ist und was man beachten muss und beachten soll, wenn man sich hier wirtschaftlich aktiv halten will. Ist das Thema Stahl dann in Ihrem Leben immer noch eine dominierende Rolle oder sagen Sie, das nivelliert sich jetzt auf die unterschiedlichsten Felder? Da ist immer noch Teil des dessen, was ich im Auge habe. Und was man einmal erlebt hat und erfahren hat, bleibt man, Schuster bleibt bei deinen Leisten, stimmt doch eigentlich noch. Na gut, wenn man erstmal das Aber Erz gekocht persönliche, hat. Persönliche Kontakte und so. Ja. Wir haben sehr viele persönliche Kontakte. Ich habe also auch in Deutschland ein Unternehmen gegründet, was also eine keramische Beschichtung in Deutschland vertreibt, auch für Industrieöfen. Mhm. Wir haben also, ich habe also hier ein Unternehmen kennengelernt, kommt auch gebürtig und Einwanderer aus der keramischen Industrie und er hat eine Beschichtung entwickelt, keramische Beschichtung, die bis zu 1800 Grad feuerfest ist und auch nachweislich also bis 10-15% Energie einspart. Und ich habe das angewandt bei mir im Betrieb, in Verzinkungsöfen. Und wie ich dann in den Ruhestand getreten bin, habe ich also in Deutschland eine Firma gegründet und importiere diese Beschichtung und verkaufe sie an Industriebetriebe in Deutschland, was natürlich von Amerika aus nicht so leicht ist, muss ich ehrlich sagen. Aber interessanterweise hat jetzt das BFI, das Betriebsforschungsinstitut, ein Projekt genehmigt, um diese Beschichtung zu untersuchen und auszusagen, was es bewegt. Wenn ich was sage in der Beziehung, dann naja, dann wird schon mal mit dem Kopf geschüttelt. Aber insofern ist es gut, dass das BFI jetzt sich auch damit befasst. Und so bin ich also nach wie vor auch in Deutschland aktiv oder kenne Betriebe und die kennen mich. Und da, so findet auch im Gespräch ein Erfahrungsaustausch statt. Ich brauche nicht jemanden zu besuchen und um ein Gesprächsthema zu bitten, sondern es kommt einfach von selbst. Und da ich ja auch regelmäßig nach Deutschland gereist bin, zumindest im Moment nicht, aber bestehen einfach Kontakte im Saarland, bestehen Kontakte in Deutschland, in Europa. So. Also es ist, zumindest kann ich sagen, es ist langweilig. Okay, das ist ja ich schon mal. Ich habe jetzt noch keine Stunde Langeweile gehabt. Wer kann das schon von sich sagen? Da haben Sie natürlich schon große Vorteile. Aber wenn Sie jetzt sagen, mit der Keramik und so, wie ist denn jetzt eigentlich, wir haben ja im Moment die große Debatte der umweltfreundliche Stahl und diese Dinge. Spüren Sie das in den USA auch? Oder ich meine, Keramik, das klingt jetzt auch irgendwie so, dass umweltverträglich ist. Ich glaube, Keramik lässt sich auch später noch gut abbauen. Jetzt wird mich jeder töten, der sagt, was erzählt der da? Aber jetzt von der Gefühlslage her, ist jetzt dieses Thema
bei Stahl und bei den Dingen, dass es umweltschonend sein muss. Ist das in den USA schon so intensiv angekommen, wie das jetzt in Deutschland ist, wo man jetzt ja mit dem Wasserstoff bei der Stahlproduktion und so weiter sehr schonend umgehen will? Ist das schon Thema in den USA oder sagen Sie, Zeitramp ist das eigentlich relativ wurscht? Nee, also ich denke, Europa sieht die USA zu negativ, wenn es zur Umwelt kommt. Was man nicht sieht, ist, dass der Amerikaner eigentlich wesentlich umweltbewusster ist als der Europäer. Er ist also, einmal hat er mehr Fläche zur Verfügung, sprich Wald. Aber auf der anderen Seite fährt man in Amerika keine 200 Kilometer pro Stunde, sondern man fährt also seine 65 Meilen pro Stunde. Und das sind die LKW, die PKWs. Und dadurch ist also auch ein sehr gleichmäßiger Verkehrsfluss und damit auch ein geringerer Benzinverbrauch. Kraftstoffverbrauch gewährleistet. Wenn man den Punkt nimmt, dann muss ich sagen, da ist Deutschland also weit hinten dran. Wenn Das es um Umwelt geht. richtig, ja. Und in den Betrieben sind wir genauso, haben wir genauso Auflagen wie in Deutschland auch. Ich konnte das ja vergleichen. Ich war ja für eine deutsche Firma tätig hier und kenne also auch die deutschen Umwelt. Auflagen und die in den USA. Und da stehen die USA eigentlich nichts nach. Ich weiß nicht, warum das in der Presse immer wieder anders dargestellt wird. Ja, das ist Also meine jetzt. betrieblichen Erfahrungen sind einfach die, dass man durchaus vergleichsweise genauso umweltbewusst ist. Und in mancher Beziehung, wie ich gesagt habe, mit Geschwindigkeitsbegrenzung wesentlich umweltbewusster ist als in Europa. Oder Oh, Deutschland. das ist schon spannend, weil meistens so gut. Ich meine jetzt, wenn man jetzt hört, keinen Ausstieg aus der Kohleverstromung oder Kohlekraftwerk oder so diese Dinge. Ja, das sind ja schon dann spannende Themen, wo man sich, glaube ich, dann halt schon eigentlich vorstellt, in puncto Emissionswerte sieht man da etwas lockerer drüber weg. Oder wenn man jetzt, der Ja, Präsident gesagt hat, man sicher jetzt, ne? gibt es noch Kohlekraftwerke. Wird man auch umstellen. Und Sonnenenergie ist hier auch ein Thema, Windenergie ist hier auch ein Thema. Und man lässt, wenn es auf Windenergie geht, dann kommen keine drei Windräder, sondern da kommen 300 Windräder. Und dann Okay, gut. baut man das. Ja, ist einfach leichter, da ist. Oder, sagen wir mal, so nach. Ein paar ist kein Problem, dann ist ein Kraftwerk. Wenn ich schlage, wenn ich hier drei Träger, hier vier Träger, das dann effizient und dann auch verletzend. Wenn ich hier einen Windpark habe, dann weiß ich, da bin ich in einem Windpark, da baue ich nicht, da lebe ich nicht. Ja gut, Sie haben dann vielleicht auch ein bisschen mehr Platz als das jetzt bei uns. Wir haben ja, sahen schon, ich kann das andere schon nachvollziehen, ja doch eine recht enge Bebauung. Ja, da ist zwar ein Drittel Wald, aber den würden wir auch gerne behalten als Wald. Klar, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Aber holen wir ein Herz nochmal ins Gespräch. Deshalb haben wir ihn ja da. Ne? Was war jetzt so in der letzten Zeit? Sie bieten jetzt ja auch in der Facebook-Gruppe Saarland-Büros weltweit Gesprächsrunden an mit Unternehmern, mit Interessierten und so weiter. Trauen sich die Leute das schon oder wächst das jetzt so zaghaft oder können sich die überhaupt schon vorstellen, wie effizient das denn sein soll mit den virtuellen Saarland-Büros oder auch mit dem Austausch oder auch mal direkt mit dem Herrn Niehaus reden zu können und so. Hat sich sickert das jetzt schon so langsam durch oder sind es noch so zarte Versuche?
Ja, also ich sag mal so, man muss unterscheiden. Zum einen, ich sag mal, die Welt des Internets, da ist es so, dass relativ schnell sich Gruppen bilden, auch in Facebook. Das haben wir immer wieder erlebt. Das war eigentlich sehr erfreulich. Das heißt, ich bin mit jemandem ins Gespräch gekommen. Er hat gesagt, ja, ich bin hier in dem Land XY. Ich möchte gerne eine Gruppe gründen. Zum Beispiel Finnland Helsinki war so eine Gruppe, die sich schon sehr früh gebildet hat, weil wir da auch einen eigenen Saarlandtag eröffnet haben. Dann kamen auch andere Gruppen hinzu, wie zum Beispiel die Gruppe Tuzla, hat schon über 100 Teilnehmer in Facebook, die ist also sehr schnell gewachsen. Und da haben wir auch schon eine Veranstaltung mit der Industrie- und Handelskammer hier im Saarland gemacht. Geplant ist auch mal ein Saarlandtag im Tuzla Kanton, also in diesem Kantonsbereich. Siminitsche gibt es auch schon ein kleines Saarlandbüro dort vor Ort. Insoweit geht das eigentlich sehr schnell, dass man im Gespräch ist, dass man auch im Internet was gründet. Und dann ist quasi so immer die Schwierigkeit für alle Beteiligten, dass man sagt, wir haben jetzt eine Idee, wir haben die Leute. Und jetzt, wie können wir jetzt gemeinsam erreichen, dass die Idee auch umgesetzt wird? Und das ist immer so der Scheideweg. Und wenn man dann langen Atem hat und sagt, jawohl, wir glauben an die Idee und wir machen dafür Werbung, suchen Mitstreiter und dadurch, wenn der Kreis der Interessenten dann größer wird, findet man dann auch mal einen Sponsor, der sagt, ja, diese Idee trage ich auch finanziell mit und das kann dann entsprechend wachsen. Also wir hatten in der Vergangenheit immer schöne Einzelfälle, wie gesagt, diese Events, diese Saarlandtage. Wir haben jetzt neuerdings, bieten wir immer an, virtuelle Chatrooms, auch in diesen Facebook-Gruppen. Diese Facebook-Gruppe Saarlandbüros weltweit. Da bin ich eigentlich sehr aktiv und versuche immer mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen, also wer mag, kann sich gerne dieser Gruppe anschließen. Ist relativ einfach beizutreten und dann mit mir direkt über diesen Kanal ins Gespräch zu kommen. Aber wir bieten auch jederzeit an, auf unsere klassische Webseite, die haben wir ja vorhin eingeblendet, sasfoundation.de. Auch da werden die Saarlandbüros nochmal präsentiert und das ist auch so der klassische Ansatz für, ich sag mal, für jedermann, weil nicht jeder ist, ich sag mal, im Social Media Kanal 1, 2, 3, also nicht jeder ist in Facebook, nicht jeder ist in Twitter, nicht jeder ist in LinkedIn. Soweit ist diese Webseite-Geschichte eigentlich etwas sehr Generelles und auch da werden wir in Zukunft entsprechend die Aktivitäten noch inhaltlich verstärken. Ja, klar, ist alles immer ein Bohren dicker Bretter, das ist klar. Aber Herr Nios, ich komme nochmal zurück, weil ich es eigentlich faszinierend finde, wenn man im Ruhestand sagt, man beteiligt sich denn nochmal an Unternehmen und wirkt damit. Ist das da eine Empfehlung, wo Sie jetzt sagen würden, liebe Saarländer, liebe Deutsche, macht das auch mehr, bringt euch da ein, bringt euer Fachkompetenz, Know-how irgendwo zusätzlich mit ein und verdient nebenbei noch Geld dazu. Ist das so etwas, wo Sie sagen, das müssten noch viel mehr machen, auch in Deutschland? Oder sagen Sie, das ist immer so speziell auf das, was man früher mal beruflich gemacht hat, so ein bisschen Job geprägt? Oder sagen Sie, sollte jeder mal machen? Ich denke, in Deutschland gibt es auch genügend Beispiele, wo Leute aktiv bleiben, auch wenn sie in Ruhestand gehen. Aber jetzt nicht Ich mit kenne genügend Leute, die Firmenbeteiligung, ja, nicht mit Firmenbeteiligung, da habe ich jetzt. Firmenbeteiligung, ja, warum nicht? Es ist doch nicht, ist doch nichts Böses, wenn man das tut. Also Nee, in aber Sie wissen Deutschland ist das. das ein auch. Sie wissen, ja. Ich könnte es nicht beurteilen, ist es schwieriger im Moment in Deutschland, dass man sich beteiligt an einem Unternehmen oder aktiv bleibt. Die gesetzlichen Auflagen sind vielleicht etwas anders, aber ich kann mir das genauso gut vorstellen in Deutschland. Also, da sehe ich keinen Unterschied. Ja, Sie wissen ja, dass für viele Deutsche ist ja die Börse und Aktien kaufen immer noch Teufelswerk. Ja, also es gibt ja kaum oder wenig Deutsche, die gerne mal in Aktien oder in neue Unternehmen Kapital anlegen oder Risikokapital. Dann laufen ja viele schreiend weg, wenn sie in Deutschland eine Firma machen wollen und suchen Risikokapitalgeber und dann werden sie ja direkt zum Arzt geschickt. Ja, ich glaube, da ist die amerikanische Mentalität effizienter, oder?
Das ist vielleicht, die Banken sind vielleicht auch etwas flexibler. Sie haben das so schön diplomatisch jetzt Meine, da ist, ausgedrückt. da, mein, in, da sollen wir mal bei den deutschen Sparkassen und Volksbanken, da sind die ein bisschen engstirniger. Oder echter. Sagen wir es mal so. Ja, Sie drücken das so schön diplomatisch Aber. aus, man kommt Ihnen gar nicht bei. Also. Jetzt aber die Frage, das Aber Zauberwort. Ja. wichtig ist ja, dass es Spaß macht. Ich meine, wenn es keinen Spaß macht, soll man es nicht tun. Dann macht man es auch nicht. So. Wenn mir Singen nicht Spaß machen würde, würde ich nicht in einem Männerchor singen, im deutschen Männerchor. Es muss Spaß machen. Ja, das sehe ich auch so. Mal eine Frage, bei uns ist ja das Zauberwort in Deutschland jetzt seit Jahren Startups, Startups, Startups. Und dann, wenn man über Startups redet, denken wir immer zuerst an den IT-Bereich, Digitalisierung und so weiter und so fort. Jetzt in Ihrem Herr Buckler, Sie Beruf. kommen jetzt im Moment sehr schlecht durch. Ich kann Sie kaum verstehen. Echt? Ja, jetzt verstehen Sie mich auch sehr schlecht. Ja. Das ist sehr gut. Gut, das kann jetzt natürlich sein, dass wir im Bitte. Moment das Internet nach Ohio etwas schwankend ist. Hören Sie mich jetzt besser? Nee, Sie sind ganz abgehackt. Oh, dann liegt das an der Internetleitung. Das tut mir jetzt leid. Winken Sie mir einfach, wenn Sie mich noch mal besser hören. Hören Sie den Ja, Herr jetzt die Hartz? letzten paar Worte. Ja, Herr Niehaus, wie ist es bei mir? Hören Sie mich klar und deutlich? Ja, im Moment ist es alles ein bisschen abgehakt. Dann ist das ein Können Sie mich denn Internetproblem. verstehen? Ja. Okay, Dann versuchen wir ist, es nochmal. ja, jetzt habe ich es fast, nee, ich habe es nicht vergessen. Ich habe gesagt, das Zauberwort bei uns in, sagen wir nochmal Hallo, das Zauberwort bei uns in Deutschland ist ja im Moment Startups, Startups und man denkt ja hauptsächlich bei Startups bei uns an IT-Digitalisierung. Erkennen Sie auch dieses Startups-Gefühl in Ihrer alten Branche, jetzt so im Stahlbereich, gibt es da viele spannende Startups, wo Sie sagen, da lohnt es sich auch mal drüber nachzudenken, damit einzusteigen, um dieses Thema Stahl. Und wir machen ja jetzt keine Massenstähle, mit denen wir noch gewinnen können, sondern wir brauchen ja dann wirklich Edelstähle oder ganz besondere Art von Stähle, die wir noch weltweit verkaufen können. Sehen Sie da eine Tendenz, dass es da auch mehr Menschen gibt, die mit dem System der Startups versuchen, da Fuß zu fassen? Ich habe die Frage nicht voll verstanden. Entschuldigung. Sie haben, der Anfang war nicht klar. Okay, Können Sie die ist, Frage noch wiederholen? ja, ich kann die gerne nochmal, ich verkürze sie dann, weil dann ist sie vielleicht besser. Startups, hatte ich gefragt, kennen wir ja eigentlich immer nur in diesem Kontext mit IT und Digitalisierung. Erkennen Sie in Ihrem alten Berufsfeld, wenn es um das Thema Stahl geht, auch so die Tendenz neuer Startups, die versuchen, das Thema Stahl auch mit modernen Mitteln nach vorne zu bringen? Oder halt die Veredelung von Stählen als neue Geschäftsmodelle für neue Produkte nach vorne zu bringen. Na gut, also die Entwicklung steht ja nie still. Und so, wenn ich meinen Sohn nicht hätte, würde ich also wahrscheinlich mit meinem Computer auch nicht zurechtkommen und würde in dieser Welt nicht mehr funktionsfähig sein. Und so ähnlich ist es ja in der Industrie auch. Und wenn ich also in meinem Bereich Betrieb sehe, vor 30 Jahren und das, wie das heute abläuft, ist eine ganz andere Welt geworden. Sowohl umweltmäßig, aber auch arbeitstechnisch gesehen. Viel ist automatisiert worden, was vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar war. So, insofern leben wir doch in einer Welt, wo wir heute nicht wissen, was morgen ist. Das, Aber wir müssen uns anpassen. ja, aber das war ja schon immer so. Aber jetzt so,
jetzt die kleinen innovativen Startups in ihrem Bereich, ist das nicht zu erkennen, sind es immer direkt die großen Firmen, die versuchen, die Innovation da im Stahlbereich zu bringen, dass sie sagen, wenn haben nur die Großen eine Chance, so ein kleines Unternehmen kriegt da überhaupt keinen Fuß auf den Boden. Gut, wenn Sie die Stahlindustrie als solches nehmen, haben Sie sicherlich recht. Wobei ich persönlich das gar nicht gut finde. Je größer ein Anbieter ist, umso abhängiger werden wir von ihm. Wie ich das heute also auch aus China sehe, dass die Größenordnung der Anbieter wird in meinen Augen immer gefährlicher. Und das ist schon in der Landwirtschaft nicht anders zu sehen, als wie auch in der Stahlindustrie oder bei vielen anderen Zulieferanten oder jetzt beim Internetanbieter. Von mir wäre viel lieber, wenn noch mehrere kleine landwirtschaftliche Betriebe anbieten würden am Markt, als wenn ich nur Großbetriebe habe und Großmessereien habe, wo Einheitsfleisch angeboten wird und nicht mehr diese individuelle Kreativität zum Tragen kommt. Das ist aber jetzt einfach eine kulturelle Ansicht, die ich persönlich vertrete. Ja, aber ich glaube, vielleicht. Sie haben ja recht, aber ich sag mal, was jetzt diese sogenannten Internetgiganten oder Plattformgiganten angeht, muss ich halt einfach sagen, wenn alle anderen diesen Geschäftszweig vor 20 Jahren verpennt haben und selbst vor 10 Jahren noch nichts unternommen haben, für sich da zu etablieren, bleibt es halt letztendlich bei den Mutigen, die früher angefangen haben, in diesem Geschäftsbereich der Zukunft zu investieren und zu tun. Ja, also wo du nicht bist, Herr Jesu Christ, ja, da schweigen alle Flöten. Ja. Es motzt zwar jeder über die Internetgiganten, aber ich habe jetzt noch keine Innovation gesehen, wo man sagt, die bieten vergleichsbar gute Qualität. Ich glaube, das ist ja auch natürlich ein Problem. Ja? Also wenn wir jetzt keine Menschen haben, die in diesen Bereichen etwas tun wollen, kann auch keiner groß werden, oder? Das ist eine Theorie, ja. Auch schon wieder schön diplomatisch umschrieben. Die praktischen Beispiele, sind ja auch vorhanden. Ja. Aber ich denke, dass die Innovation muss schon von den kleineren kommen oder kleineren Einheiten. Aber die finden sie ja auch. Bei SAP finden sie ja sich auch sehr viele kleine Einheiten, die wieder kreativ sind. Und unter dem Mantel von SAP. Das große Unternehmen SAP alleine schafft das nicht, sondern das ist die einzelne Abteilung, die Gruppe, die wieder neue Ideen bringt und zum Markt bringt. Und dann kommt natürlich die Kapitalbasis dazu, solche Dinge im Markt anzubringen. Aber da haben wir ja schon gesagt, da ist es leichter in den USA Investment zu bekommen, als es in Deutschland ist. Und ich glaube, in den USA sind es ja nicht nur die Banken, ja, da gibt es ja auch viele. Sehen wir ja auch, so Microsoft und wir sehen doch, was die Entwicklung in den USA geht, einfach schneller voran. So, das Elektroauto, das konnte nur in den USA entwickelt werden, weil einfach die Basis da ist. Und auch die, sagen wir mal, die Notwendigkeit. Und in Deutschland konnte sich das Elektroauto nicht so einfach entwickeln, weil die Autoindustrie dagegen gewesen ist. Man will eine Kunst haben. Und jetzt ist man gezwungen, wieder das E-Auto, auch selbst über das E-Auto nachzudenken, weil man merkt, na, da ist doch ein Markt. Ja, ist das vielleicht für Sie so eine These, dass man sagt, der Deutsche oder das deutsche Unternehmen hängen zu viel dran und sagen, ich verkaufe mein Produkt so lange wie es geht, bis es gar keiner mehr will, bevor ich über was Neues nachdenke? Sagen Sie, da halten wir zu viel an alten Dingen fest? Sie sagen es ja richtig eigentlich. Wir haben unheimlich starke Automobilindustrie.
aber vielleicht die letzten 10 Jahre nicht mehr so in die Zukunft projiziert, die innovativste. Halten wir zu lang an Standards, die wir haben, fest? Sind wir da nicht mutig genug? Nee, das hat nichts mit Mut zu tun. Ich denke, man ist zu satt. Die deutschen Unternehmen sind zu satt. Die Notwendigkeit der Innovation ist nicht vorhanden. Das ist bequemer. Und ich denke, da sehe ich in Deutschland insgesamt die Gefahr, diese Selbstzufriedenheit. Ja, wenn man nicht mehr hungrig ist, probiert man auch keine neuen Lokale aus. Da haben Sie natürlich recht. Herr Harz lächelt. Herr Harz, wie ist denn Ihre Meinung dazu? Jetzt nehmen wir ihn mal nochmal mit ins Boot hier. Wenn es um die Lokale geht, oder? Nein! Jetzt werden Sie nicht weltlich. Ich meine das jetzt. Herr Haas, es gibt kein Entrinnen. Wie ist so Ihr Erfahrungswert? Sehen Sie das auch so? Müssten wir innovativer sein? Also ich denke, jetzt bleiben wir mal beim Saarland, bei den Saarländern, weil das ist ja hier, ich sage mal, die Region, über die wir hier auch mitreden. Ich finde schon, dass die Saarländer schon immer sehr ideenreich waren, innovativ. Und ich habe das auch immer wieder in verschiedenen Gesprächen gemerkt, aber auch, wenn man jetzt sagt, ja, im größeren Betrieb, Dillinger Hütte oder Saarstahl, also hier die großen Betriebe im Saarland, wo doch viele Saarländer, wenn sie dann auch mal aufgefordert wurden, ihre Ideen einzubringen, also so ein Ideenmanagement auch mal beizusteuern, wo sie sich dann auch wirklich Gedanken gemacht haben um die eigenen Abläufe im Produktionsprozess der einzelnen Firmen und dann auch aus der Arbeitswelt ganz fantastische Ideen gebracht haben, die dann dem Unternehmen wirklich geholfen haben. Aber ich denke, da ist auch das Unternehmen selbst und die Unternehmensführung immer wieder gefordert, die Leute auch mitzunehmen und da was anzubieten und sagen, wir machen jetzt einen Ideenwettbewerb und auch dass ja, vielleicht ist das irgendwo so ein bisschen das Argument, was Herr Niehaus auch meint, dass die Führungsspitze dieses Thema Innovation und Beweglichkeit und Flexibilität auch immer vorleben muss. Und wenn das der Fall ist, dann funktioniert das auch gut. Also ich denke, die Chance hat jedes Unternehmen und die Saarländerinnen und Saarländer, die haben schon das Zeug dazu. Das empfinde ich so schon bei meinen Gesprächen mit den Leuten hier im Saarland. Das ist ja auch, das Saarland ist ja auch klein genug. Da können auch noch Ideen entstehen. Ich denke, das ist ein Vorteil für das Saarland. Absolut. Also es ist auch wieder eine entsprechende Corona-App entstanden, wo man sich schnell registrieren kann, ohne dass man immer diesen Zettel ausfüllen muss, weil jetzt auch in den Social-Media-Bereich. Ja, ich finde, das ist immer wieder ein Beweis, dass es schon geht. Man muss es wollen und man muss es fördern. Okay, was können wir dafür tun, um es mehr zu fördern, Herz? Ja, also wir versuchen das als Stiftung durch unser Netzwerk, indem wir eben diese innovativen Köpfe suchen, die das Ganze voranbringen. Zum Beispiel Saarlandbotschafter, die innovative Ideen auf den Weg bringen, aber auch, ich sag mal, Leute, Saarländerinnen und Saarländer hier aus der Bevölkerung, die vielleicht auf unsere Stiftung zugehen und sagen, ich bräuchte mal einen Kontakt in das Unternehmen oder ich bräuchte mal einen Kontakt in die Institution. Ich habe da eine tolle Idee. Da stehen wir Gewehr bei Fuß als Stiftung, um diese Ideen dann auch zu vermitteln und dann auch zu hoffen, dass das Ganze aufgegriffen wird. Also habe jetzt einen Fall aus San Francisco, der hat gesagt, ich habe hier eine eigene Uhr kreiert und ich bin Saarländer, lebe und arbeite hier in San Francisco. Und fragen Sie doch mal den Uhrenhersteller, den saarländischen Die Brell, ob der an meinem Prototyp Interesse hat. Den Kontakt habe ich hergestellt und jetzt sind so viele Fragen zurückgekommen. Also ich hoffe, das wird was. Ja, das wäre ja mal ein kleiner Hype. Wünschen wir uns doch
öfters. Aber Sie beraten ja auch, Herr Niehaus, im Moment, glaube ich. Ist das ein saarländisches Unternehmen, die da in Ohio Fuß fassen wollen? Oder war das jetzt kein saarländisches Unternehmen? Das war ein Unternehmen aus dem Hessen. Okay, es soll in Hessen auch Aber Unternehmen geben, habe ich mir sagen lassen. Das ist halt jetzt ja. unproblematisch. Und ist das ein spannendes Thema? Das Unternehmen oder? Ja, auch jetzt für Sie, dieses Unternehmen zu sehen, kriegen wir das platziert? Ist das spannend, dass die in den USA erfolgreich? Das ist ein sehr Ne? spannendes Thema, weil man ja auch von beiden Seiten Informationen bekommt und man kann also abwägen. Leider ist es ja im Moment so, dass Reisen nicht möglich ist und ein Unternehmen wird halt nicht gekauft, wenn ich es nicht gesehen habe. Oder Ja. wenn man nicht sehen konnte. Im Moment ist das ein bisschen tote Hose, wie man sagt. Man kann nur hoffen, dass der Virus bald unter Kontrolle kommt, damit man wieder reisen kann. Ich Ja. vermisse die Reisen nach Deutschland auch. Aber ich habe auf der anderen Seite auch keine Lust, 5 Tage im Hotel rumzuhängen und auf Kommt das aufs Hotel Ergebnis an. Ja, kommt von aufs Hotel Test. an. Ja. Geld zum Fenster rauswerfen tut man auch nicht. Gut, also jetzt zahle ich Aber Hotels. auf der anderen Seite ist es auch so mit der Technik, sagen wir mal mit Zoom, man kann Konferenzschaltungen haben, man kann also doch durchaus aktiv miteinander reden und kommunizieren, was man vor 5 Jahren in dem Sinne noch nicht konnte. Ja, oder nicht wollte. So insofern, Ja. und ich denke, wir stehen schon vor einem Wandel in der Geschäftsabwicklung und im Geschäftsleben. Am meisten fürchte ich, dass die Flugindustrie leiden wird. Ja, das sehen wir ja mit. Man, 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 man lernt, man lernt ja im Moment auszukommen, ohne dass man reist, ohne dass man fliegt. Ja, sind Und plötzlich mit der. das Ja. Wissen, was wir jetzt haben und bekommen, das wird nicht wieder weggehen. Das wird bleiben. Ich sage mal, auf der anderen Seite sind plötzlich Dinge mit der Digitalisierung möglich, die wir vor 5 Jahren hätte schon machen können, oder das Thema effizientes Arbeiten, Homeoffice, andere Dinge. Plötzlich geht's, ja. Und früher hat dann der Deutsche immer sogar, um Gottes Willen, ja, es geht dann gerade mal wieder irgendwo eine Welt unter. Ja, wir haben ja auch neuerdings so eine ganz tolle Empörungsmentalität und plötzlich merken wir, es geht. Und ich finde auch jetzt so ein Online-Gespräch, es gibt ja viele Gespräche, dafür muss ich nicht 2 Stunden im Auto sitzen. Das kann man dann auch mal im Videochat machen. Zwar nicht alles, aber man könnte ja doch schon viele Dinge sich ersparen, wenn man früher schon gesagt hätte, lasst uns doch Videokonferenzen machen. Ja. Aber alles Teufelszeug, ja, was plötzlich alles schick wird. Gut, jetzt Ja, sind wir. der Virus hat schon was bewirkt. Ja. Der macht nicht nur krank, sondern der zeigt uns auch eine Möglichkeit, wie man geschäftlich miteinander kommunizieren kann, auf Ja. andere Art, ohne zu reisen. Was es nach vorne bringt. Jetzt sind wir ja schon wieder fast 1 Stunde toll im Gespräch miteinander und wir wollten ja immer eigentlich so die Stunde nicht überschreiten. Deshalb würde ich einfach sagen, kommen wir doch mal langsam zu Abschlussstatements, Wünsche, Dinge, die wir gerne hätten oder auch Dinge, die Sie gerne tun würden oder was würde Sie reizen, Herr Niehaus, in diesem Kontext mit dem Saarland? Noch zu unternehmen, sei es was Kleines, sei es was Mittleres, sei es was Großes. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das wäre jetzt noch eine Sache, die mir Freude machen würde? Naja, das Saarland hat mir immer Freude gemacht und auch mit einer ganzen Lebenserfahrung, denke ich, ist das Saarland das schönste Land in Deutschland, wo man am besten lebt. Und ich hätte keine Hemmung, sofort wieder dahin zu gehen. Das ist toll. Ja, das ist, ja, der Arzt macht den Daumen nach oben. Das
Das hören wir gerne. Wenn Sie nochmal fliegen dürfen, vielleicht sehen wir uns dann ja mal nochmal oder beim Saarland-Botschafter-Jahrestreffen oder so. Das kann ja dann Ja. ganz nett werden. Und wir halten natürlich die Ehre saarländischer Hotels hoch. Natürlich gibt es im Saarland auch Hotels, in denen man sich 5 Tage aufhalten kann. Also da gibt es schon. Okay. Bevor die DEHOGA Saar uns daher anschreibt, was wir hier eigentlich machen. Ich brauche im Saarland kein Hotel. Ich habe genügend Bekannte, die bereit sind, ihr Besucherzimmer zur Verfügung zu stellen. Okay. Also dann 5 Tage zu ihren Freunden, das kann ja auch ganz nett sein. Aber Erz, was wäre jetzt Ihr nächster Schrittwunsch? Was sollen wir tun? Und vor allen Dingen wissen Sie schon, welches Land wir als nächstes besuchen. Ja, also mein Wunsch, da wir heute ja mit einem Saarlandbotschafter sprechen, ist, dass wir möglichst viele Saarlandbotschafter in aller Welt noch bekommen und auch ernennen können über den Ministerpräsidenten des Saarlandes, sodass wir ein weltweites Netzwerk bekommen von Saarlandbotschaftern mit Saarlandbüros. Das wäre toll. Also wir sind ja schon in einigen Ländern, aber da, wie es so schön heißt, ist noch Luft nach oben. Das würde ich mir eigentlich schon wünschen. Und ja, der zweite Teil der Frage, Herr Burkler, war. Ja, das werden Sie jetzt doch noch wissen. Was ist das nächste Land, das wir besuchen? Wissen Das Sie das nächste schon? Land. Das nächste Land weiß ich schon. Das ist Estland. Und Estland ist ja eigentlich ganz spannend. Zum einen, weil es ja auch, ich sage mal, immer als Vorbildland dargestellt wird, was der IT-Bereich und Digitalisierung angeht. Und zum anderen ist es aber auch von der Größenordnung her ähnlich wie das Saarland, sodass es da, denke ich, auch sehr gut möglich ist, dass man sich da austauscht, quasi auf Augenhöhe. Und da bin ich wirklich auch gespannt auf unser nächstes Gespräch mit der Anna-Maria Brax, die aus Estland kommt und im Moment im Saarland ist. Gut. Ist natürlich Estland etwas kälter als Ohio, Herr Niehaus, oder? Naja, bis jetzt haben wir noch immer schöne 25 bis 28 Grad. So, ich kann jeden Tag noch schön jeden Tag Rad fahren. Das ist das Schöne hier auch. Ich fahre aus der Garage raus und kann also 12 Kilometer fahren, ohne dass ich eine Straße sehe. Also das oder über eine Straße fahren muss. Das ist ja fast schon Und das mache ich auch. Ponderosa-Feeling, ja, wenn man 12 Kilometer ohne Straße fahren kann. Das ist ja, müssen Sie jetzt irgendwann mal Bilder schicken. Das ist ja, ich fahre ja auch sehr gerne Rad. Das ist toll, ja, Ja, stimme man ich kann Ihnen. also entlang dem Golfplatz und dann den Park, den Stadtpark, da fahre ich also einfach 12 Kilometer, ohne dass ich also mit dem Verkehr zu tun Herrlich, Und ja. das mache ich jeden Tag sehr gerne. Gut, So. das würde ich mich Ihnen anschließen. Also vielleicht komme ich mal mit dem Rad, wenn ich im Ruhestand bin, vorbei und wir fahren das mal. Aber ich fahre auch im Winter, wenn es 20 Grad minus ist. Dann ziehe ich Das, also dicke Kleidung an und hey, wir sollten uns auf den Sommer weil beschränken. es ist nicht immer nur Sommer hier. Ja, gut, aber ich mache das dann mit Ihnen im Sommer. Ja, also bei minus 20 Grad friert meine Kette. Das kann ich jetzt wirklich nicht riskieren. Vielen Dank, Ja. Annie Haus. Es war ein wunderschönes Gespräch. Schön, dass wir uns an dieser Stelle denn nochmals gesehen und gesprochen haben. Das macht viel Freude. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit all Ihren wunderbaren Aktivitäten, die Sie unabhängig allem sowieso tun. Viel Erfolg bei Ihren Beteiligungen. Da werden wir natürlich immer noch mal nachfragen, weil es ein sehr spannendes Thema ist. Ich finde das toll, ich finde das stark. Und natürlich, denn vielleicht fragen wir irgendwann mal noch mal nach, was macht das virtuelle Saarlandbüro? Und ich hoffe, das, was Sie da an Engagement anbieten, wird vielfältig, effektiv und produktiv genutzt. Und wir enden dann mit unserem Talk jetzt so, wie wir begonnen haben. Ansonsten, Sie können gerne noch ein bisschen dranbleiben, aber für den Rest der Welt verabschieden wir uns jetzt mit unserem wunderschönen Clip.
Bis zum nächsten Mal.